Willkommen zurück zum Rattenmann. Und Wenzel. Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobst legen? Na klar. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Man erkennt es am dichten Bartwuchs. Du vergisst, dass ich die ganze Zeit neben euch stand. Das ist nicht sein Bart. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Er darf spielen. Oh, Junge. Ich meine... Oh, Mann. Auf die Plätze. Faulobst bereit und legt. So, drei in einer Reihe, ne? Da fängt man immer im Eck an. Das denn dann hier hin. Ich würde sagen, er hat schon verloren. Nein! Hey! Diese Frucht brauchte ich noch. Oh oh. Jetzt frisst es die da unten. Ja, ja, ich habe das System verstanden. Alles klar. Aber wir sind ja klug. Ah nein, ich habe verloren. Ups. Wir haben einen Gewinner. Schiebung. Der Rattenmann hat seine kleinen Freunde abgerichtet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich fordere eine Revanche. Du weißt offenbar nicht, wann du aufhören musst. Ich kann dich immer wieder besiegen. Räum ruhig weiter, Captain Knusperzahn. Okay, machen wir gleich nochmal. Hey Rufus, Lust auf eine... Jetzt wohl die Rattenregeln kennen. Wie ihr wollt. Auf die Plätze. Faulobst bereit. Und legt. Okay, fangen wir in der Mitte an. Ha. Da wird mir garantiert nichts weggefressen. So, und jetzt hier. Und jetzt hier. Das ist ja viel zu leicht. Ah. Das war ein Fehler. Er hätte hier legen sollen. Tja, jetzt hat Rufus gewonnen. Abwarten. Ich verlange eine Revanche. Ha, vergiss es. Wenn ich mich recht entsinne, dürfen Kinder nämlich gar nicht am Spiel teilnehmen. Und zufällig weiß ich, dass sich hinter diesem zugegebenermaßen recht überzeugenden Kostüm nur ein kleiner, hässlicher Junge versteckt. Hey. Tja, Regeln sind Regeln. Her mit dem Hauptgewinn. Ja. Was? Warum nicht in den Bottich? Upsi. Das war doch Absicht. Na, warte. Aua, die blöde Ratte hat mein Jagddiplom verschluckt. So ein Pech. Das war leider mein letztes. Pech? Vielleicht. In jedem Fall schmunzelte der Rattenmann vielsagend. Seine Arbeit hier war getan. Hey, Moment mal. So rächst du dich also? Du lässt deine Brut meinen Preis verzehren? Rattenmann ist am Start. Friss Schießpulver. Wo ist das Brechmittel, wenn man es braucht? Wo ist das Brechmittel, wenn man es braucht? Ja, wo ist es denn eigentlich? Guck mal, ich habe eine fette Ratte gefangen. Die Ratte hat mein Jagddiplom gefressen. Warum so geknickt? Du hast dein Jagddiplom benutzt, um eine Ratte zu fangen. Dafür ist es doch da. Und Kleintiere sind knifflig.
Selbst Profis greifen da normalerweise zu Hochpräzisionsblasrohren. Wozu bräuchte ich noch mehr Beweise? Du bist ein waschechter Großwildjäger. Echt jetzt? Na klar, du kannst dir gerne jederzeit die Elefantenbüchse ausleihen. Wow. Danke. Und wenn ich hier mit Grillen fertig bin, können wir uns Jagdgeschichten erzählen. Wir flechten uns Hasenpfoten ins Haar und zeigen uns unsere Jagdnerven. Ach, zu schade, da habe ich schon was vor. Ja, ich muss dann mal weiter. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Tja, jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist, klar, warum nicht? Aber sei vorsichtig mit dem... Zu spät. Du hast schon ja gesagt. Bisschen Schießpulver rein. Jetzt fehlt nur noch Munition und eine Möglichkeit, alles in den Lauf zu stopfen. Da bräuchten wir einen Dattel. Eine Schrottflinte lädt man ausschließlich mit geschrotetem Schrott. So viel zum Thema Giftpfeilkanone. So, jetzt muss nur noch alles in den Lauf gestopft werden. Ja, ich wüsste schon mit was. Geht doch bestimmt auch mit dem... Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Dann müssen wir jetzt doch den blöden Dartpfeil irgendwie, das funktioniert doch gar nicht mehr. Oh, wieder die blöde Kartoffel, und dabei hatte ich das doch schon. Wieso funktioniert das denn nur einmal? Das kann doch nicht sein. Und... Tja, leider daneben. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Was wäre denn, wenn ich beim ersten Mal nicht den Dartpfeil geworfen hätte? Bin ich doof? Wie geht denn... Also, hä? Dieses Schild ist der Bodensatz der Nutzlosigkeit. Ich will verflucht sein, wenn es jemals in einem meiner Pläne zum Einsatz kommen sollte. Hm? Wofür war das denn jetzt? Ohne Strom kann ich hier auch nichts umkehren. Aber umkehren ist eh nicht Teil meines Plans. Und... Das prallt auch... Leider daneben. Das prallt auch nirgendwo ab, wo man irgendwie was manipulieren könnte oder so. Eieieiei, kann ich ihn irgendwie ablenken? Kann ich das kurz ausleihen? Saft pressen kurz? Oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz? Wieso? Das habe ich doch beides noch nicht zurückgegeben. Oder doch? Ja. Aber die Saftpresse hast du erst 2 Jahre. Wer sagt denn, dass ich die noch hab? Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas zu Bruch gegangen. Zumindest nichts wertvoll. Also nicht... Nicht nötig. Zum Ja, aber das muss doch hier. Ich brauch doch den Ding und dann kriege ich den andere. Und dann kann ich damit, Kartoffel und, oh, wieso geht das denn nicht? Oh, das macht mich fertig. Jetzt wieder so eine Stelle, wo ich hänge. Wahrscheinlich ist es total einfach, diesen Dart-Wettbewerb nochmal zu gewinnen. Nehmen wir an, mit der Knarre wird er noch nicht zufrieden sein. Gefreiter Tack, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Ha, guter Versuch. Die Wumme hat zwar Pulver und Munition, aber solange sie nicht gestopft wurde, kann man sie nicht benutzen. Ich glaube allmählich, du erfindest diese Ausreden, weil du die Hosen voll hast. Ja, ach, dann, ach, wie es fließt, ist ja schön, es ist schön. Aber wie kann ich denn jetzt den Dart-Wettbewerb gewinnen?
Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Und da irgendwas... In solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. In solche Fächer Strom... Mir fällt da jetzt aber auch gar nichts ein, ehrlich gesagt. Hallo, Sohn. Howdy, Rufus. Lange nicht gesehen. Sprich nur für dich. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Tja, jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist, klar. Warum nicht? Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Moment mal. Na dann, grill und rode gut. Das hatte ich vor. Also ein Pfeil hätte ich ja schon mal. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Ich bin wieder auf einer Spur. Was soll das sein? Ein Teil eines... Lass das... Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr. Aber für einen begabten Großwildjäger würde es vielleicht ausreichen. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Dann hätten wir noch die Bienen zu besorgen. Das ist noch ein Problem. Dafür brauche ich nur und Eigen. Dafür brauche ich nur und Eigen. Das ist auch so schon klebrig genug. Das ist auch so schon klebrig genug. Tja, den Bügel brauche ich noch. Die Büchse brauche ich noch. Ich habe nur Scherbe, Schraubenschlüssel und Knickerfolie, um Bienen zu fangen. Dafür brauche ich nur meine und Ei. Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobst legen? Na dann, noch eine Runde. Wie jetzt? Nochmal? Aber es gibt doch gar keine Preise mehr. Ach ja, habe ich vergessen. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch dein... Komm schon, Rattenmann. Lass uns spielen. Heißt das, ich bekomme meine Revanche? Nein, das heißt es nicht. Dieses Spiel ist natürlich außer Konkurrenz. Natürlich. Na gut, geben wir ihm seine Revanche. Ehrlich gesagt, sehe ich ihn einfach nochmal. Lust auf eine Partie. Na da. Wie? Aber es gibt... Ist doch egal. Dabei sein ist alles. Wie ihr wollt. Auf die Plätze, Faulobst bereit und legt! Wir machen das genau wie eben. Mist, er ist zu schlau für mich. Oder auch nicht. Hey, Moment mal. Sag mir wenigstens was dazu. Ach, Mist. Na dann, noch eine Runde. Wie jetzt? Nein, noch, nein, nicht noch eine Runde. Nein, 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 nein. Ach ja. Ich brauche die blöden Bienen. Und ich brauche was, damit Lotti sich die Beine rasieren kann. Aber was? Lass das! Ich meine, lass das! Was?
Lass das! Ich meine, lass das! Wenn das ein Trick ist, um dich vor häuslichen Reparaturarbeiten zu drücken, sag mir bitte unbedingt, ob er funktioniert. Tja, so wird das ja auch nichts. Springplan. Um dieses Rätsel kümmere ich mich. Nee, nee. Hier gibt es absolut gar nichts. Ich muss wohl woanders mein Blasrohrteil finden. Ich meine, meinen Bienengenerator. Ach, jetzt habe ich sie eingesperrt. Witzig. Wie kann ich denn das Bienengift? Das wäre ja... Ich werde diesen Schaden... Und wenn... Oder... Schwer zu sagen. Nein, jetzt fällt mir wieder nichts ein. Die Bienen. Was passiert in den Bienen? Du, Toni? Ich... Kannst du nicht ein Wort für mich? Ich muss mit Bernhard keinen Shorthandel treiben. Ich kann einfach alles auf Tonis Namen anschreiben lassen. Frauenversteher wie ich erkennen die subtilen Signale, die Frau aussendet, um zu verstehen zu geben. Erzähl mir von deinen coolen Abenteuern. Hey, Toni, willst du was ganz Tolles sehen? Zufällig, wie du an einem spitzkantigen Gegenstand erstickst. Das bedeutet gerne, aber warte bitte, bis ich aufhöre, mich wie eine dumme Ziege zu benehmen. Ja, nein. Tja, ich stehe auf dem Schlauch. Vielleicht hat irgendjemand eine Idee, aber vielleicht schaue ich einfach nach. Ach, ich will eigentlich nicht nachschauen, aber mir kommt schon wieder so, ich hänge fest. Nervengift. Hallo, Sun. Howdy, Rufus. Was brauchst du noch gleich, um mir ein Hochpräzisionsblasrohr zu bauen? Nun, ein Blasrohr natürlich. Außerdem einen Pfeil. Und Bienen. Für das Nervengift. Blasrohr und Pfeil habe ich bereits. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Was gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill-Donnerstag ist Murmeltiertag. War nicht Randalemond? Nein. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so. Okay, der Murmeltiertag. Na dann, den kennen wir ja. Das hatte ich vor. Was lockt man denn Bienen an? Mit Blumen oder sowas? Oder mit... Oh. Dafür braun. Ich bin mit meinem Latein sozusagen am Ende. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.